mehr Kontrolle und Ordnung bei der Migration. Liberale Demokratien müssen zeigen, dass sie Migration rechtsstaatlich steuern, ordnen, aber auch begrenzen können. Was das für uns heißt, hier ein paar Beispiele. Three Facts von der Fraktion der Freien Demokraten. Straight out of Bundestag. Erstens. Einheitliche Migrationspolitik in allen Bundesländern. Es gibt auf 44.000 Ausreisepflichtige nur ungefähr 800 Abschiebehaftplätze. Die Bundesländer müssen sich also alle beteiligen, damit die Last nicht auf einigen wenigen liegt. Zweitens. Wirksame Grenzkontrollen. Die aktuelle Lage macht strengere Grenzkontrollen notwendig. Aber so, dass Reise-, Güter- und Pendlerverkehr nicht davon behindert werden. Drittens. Europäische Asylregeln schnell umsetzen. Ende 2023 wurde das gesamte europäische Asylsystem reformiert. Ein Meilenstein, den man nur noch umsetzen muss. Und am besten zügig. Viertens. Pilotprojekt in Drittstaaten. Es müssen bereits Asylverfahren in den Drittstaaten stattfinden. So stellen wir sicher, dass sich niemand mit den falschen Hoffnungen, zum Beispiel ohne Aussicht auf ein Bleiberecht, auf den Weg nach Europa macht. Am Ende sind das aber alles nur Symptome. Wir müssen versuchen, die Ursache, also warum Leute fliehen, zu bekämpfen. Deutschland muss anderen Ländern durch Bildung und faire Handelsabkommen helfen, damit die Menschen vor Ort eine Perspektive haben. Alle weiteren Forderungen findet ihr in unserem Positionspapier. Den Link dazu findet ihr in unserer Bio.